Corona-bedingt hat leider heuer wieder vieles nicht stattfinden können, unter anderem der Gesundheitstag. Und jetzt versuchen wir das halt auf diese Art und Weise, euch ein paar Themen näher zu bringen. Also es ist natürlich nicht so schön, wenn ihr euch vor mir habt, wir messen einen Blutdruck, wir messen einen Zucker, wir messen vielleicht noch einen Vitamin D-Gehalt oder sonstiges. Da hat man mehr Gespräche miteinander, aber wir müssen halt irgendwas finden, um trotzdem das Thema Gesundheit euch wieder näher zu bringen. Corona spielt auch in dem, was ich euch erzählen will, eine Rolle. Ich denke, Corona-bedingt haben doch einige etwas an Gewicht zugelegt. Man muss sie nicht so besonders herrichten, man muss sie nicht anziehen. Man sitzt vor der Couch und man scrollt natürlich ganz toll im Computer rum und googelt darum und googelt darum. Da darf man natürlich auch ganz viele Sachen zum Abnehmen finden. Aber das schaut man an und denkt, naja, toll machen die das. Gell? Aber na, also ich jetzt halt aus der Jogginghose raus und da sitzt, na, also und jetzt rings bei uns rings jetzt auch gerade und dann rausgehe und jetzt da ein bisschen spazieren und so, na, machen wir nicht. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo man sich wieder ins irgendwas anderes schmeißen muss, weil man wieder nicht mehr nur Homeoffice hat. Also geht's ans Abnehmen. Der erste Weg ist schon mal, dass ich das erkenne. Also das ist ja, hoppala, ich versuche die Hose anzuziehen, den Rock anzuziehen, oh, das zwickt und beißt, also irgendwas muss passieren. Ich muss wieder zu meinem Wohlfühlgewicht, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Wort, das Wohlfühlgewicht muss ich wieder erreichen, muss ich wieder hin. Geht im Prinzip ganz einfach, das erste ist, ich muss wollen. Dann muss ich mir überlegen, wo kann ich eine Zusatzbewirkung in der Woche, am Tag reinbringen. Und da kann man auch keine Norm geben, weil das natürlich auch bei jedem Menschen anders ist. Der eine sagt, ich kann in der Früh um 6 wunderbar, da bin ich fit, da kann ich was machen. Also um Gottes Willen, geht auf keinen Fall. Ich kann es nur am Abend oder ich kann es nur am Wochenende. Es ist gar nicht so entscheidend, wie viel, sondern erst einmal wirklich einen Plan, wann kann ich eine Zusatzeinheit Bewegung reinbringen. Muss nichts Besonderes sein. Scharf spazieren gehen um einen Stock reicht. Vielleicht auch im Büro zum Nachbarn nicht bloß mit dem Telefon rüber oder WhatsApp von Schreibtisch zu Schreibtisch schreiben, sondern einfach mal sagen, steh auf und geh. Jede Bewegung ist eine Bewegung. Das ist schon mal A und O. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich mein Essverhalten ändern oder was war es eigentlich? Was war es jetzt? Warum bin ich dicker geworden? Natürlich Bewegungsmangel. Und ich denke auch, so diese Chips-Geschichten zwischendurch oder am Abend, das ist halt auch so ein bisschen Seelennahrung. Corona macht einem ja irgendwo auch so ein bisschen Angst und alles ist anders. Man kann nicht mehr so nah aus, man kann keine Freunde treffen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Abnehmen. Nicht nur immer schauen, was ich esse, sondern der gesellschaftliche Kontakt, das Miteinander. Schon, sie ziehen sich an, sie gehen raus, schon isst man weniger. Wenn man einfach spricht, wenn man an was anderes denkt. Und da ist auch so, sitzen zu Hause, auch die Chipstüte wird aufgerissen, wird gegessen. Also als erstes würde ich mal sagen, die erste Bewegungseinheit in die Küche, an die Schränke und an die Geheimvorräte, alles ausmisten. Kommt alles weg. Fertigsoßen, Fertigsuppen, das ist auch noch ein großes Anliegen von mir. Das würde ich auch alles erstmal wegtun. Das braucht man eigentlich alles nicht. Wenn das gemacht ist, dass es irgendwie in einer Tüte verpacken oder jemandem schenken, der es essen kann. Und dann könnte man einsteigen, so mit einem oder zwei Tagen keine Kohlenhydrate. Und zwar nicht, weil das auf Dauer so besonders gesund ist oder man könnte es genauso ohne machen, aber es bringt sie von diesem Süßigkeitenhunger ein bisschen runter, von dem ständig zwischendurch essen und ganz was Motivierendes. Sie haben gleich auf der Waage ein Kilo weniger nach den zwei Tagen und das motiviert. Und deswegen macht man das. Würde ich anraten, sowas zu tun, einen Tag. Sie können das auch selber machen, Sie brauchen gar nichts kaufen. Eine Gemüsesuppe ohne Kartoffeln, die können es 5-mal am Tag zum Beispiel essen. Und dann, nach diesen zwei Tagen, fangen Sie an mit 3 Mahlzeiten am Tag. Viele sagen, ja, am Frühstück ist es sowieso nichts. Gut,
Frühstück nicht essen ist okay, Mittag esse ich auch nichts. Ich würde mit Kleinigkeit schon raten, weil sonst kommt der Heißhunger. Und auch eine Apfelsaftschorle, ein richtiges Cola, eine Weintraube, ein Apfel zwischendurch ist Essen. Das ist nicht nichts gegessen. Also wirklich sagen, ich schaue, dass ich ein Frühstück habe, möglichst eher eiweißhaltig, ein paar Beerenfrüchte rein, das ist ganz gut, also von diesem Marmeladensemmel, das wir so haben, eher weg. Bei den Müslis wirklich lesen und schauen, die sind meistens sehr, sehr zuckerhaltig. Also da ist ein Naturquark mit ein paar Beerenfrüchten oder sowas rein eigentlich die bessere Variante. Und dann bis Mittag, wenn das bei Ihnen im Tagesablauf so geht, ich kann jetzt nur für alle sprechen, natürlich gibt es Individualgeschichten, wo man es ein bisschen anders machen muss. Aber wenn es möglich ist, bis Mittag nichts außer Wasser oder ungesüßten Tee. Kein Obst, keine Milch, keine Apfelsaftschorle, kein Limo, nichts. Mittag auch wirklich immer die Portionen sollen so sein, Kohlenhydrate immer, was in eine Hand geht, also eher klein, Gemüse groß und viel, kann auch dann ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch, ein Stück Käse sein. Nicht jeden Tag muss es sein. Wir sind jetzt im Herbst in der Erntezeit, also da kriegt man ja wahnsinnig viele frische Sachen vom Markt, die man wirklich gut machen kann. Ich habe jetzt gestern sowas gehört, dass ich schon wieder der Gmirs und was soll denn immer Gmirs und Pickelsteine und das, also man kann wirklich auch möglichst viel, jetzt gibt es Paprikaschoten, es gibt Tomaten, es gibt Fenchel, es gibt Auberginen, es gibt diese ganzen Geschichten, die kann man auf ein Backblech und kann die würzen mit ein bisschen Olivenöl und kann die in den Ofen schieben, also es ist einmal das Schnippeln und da drin garen, also das ist eine super Sache, ohne wieder irgendwelche Sahnesoßen oder sowas zu machen, also möglichst puristisch und selber gemacht, keine Fertigsoße, so kocht man heute im Fernsehen, also mit so Fertigsoßen dran, auf keinen Fall. Ist wahnsinnig viel Zucker drin in diesen Soßen, wenn Sie sich mal die Mühe machen, das zu lesen, und wahnsinnig viel schlechtes Fett, das für unsere Gefäße ganz, ganz ungut ist. Im Prinzip dann den Nachmittag wieder so gestalten, wenn Sie Hunger verspüren, Wasser, am besten wäre stilles Wasser, also ich mag das nicht so gern, aber es wäre besser, oder die Kohlensäure so ein bisschen rausrühren, ungesüßter Tee, und dann wieder ein Abendessen, im Grunde genommen kann dann wieder ein bisschen Eiweiß dabei sein, kann auch in Quarkform sein. Eiweiß und Quark und Kartoffel zum Beispiel hat eine, Ei und Kartoffel hat eine wahnsinnig hohe Eiweißwertigkeit, also so kann man sich auch ohne Fleisch, wenn man jetzt sagt, ich mag nicht so viel tierisches Eiweiß, auch das Eiweiß herholen. Nichtsdestotrotz ist ein Stück Fisch, ein Stück Fleisch einmal am Tag oder jeden zweiten Tag durchaus angebracht. Und dann bitte nach dem Abendessen ein guter Tipp, Zähne putzen und dann vom Fernseher oder so nichts mehr, sondern Zähne geputzt, Wasser am besten oder ungesüßter Tee trinken, auch keine, diese wunderbare Obstplatte am Abend nicht. Essen Sie es, das Obst ist gesund, Sie sollten auch fünfmal am Tag, five a day, heißt aber drei Gemüseportionen und zwei Obstportionen. Und die Portion ist so, was in meine Hand geht, die Obstportion. Und bitte immer als Nachspeise zum Essen dran und nicht sagen, ach, die Weintrauben hebe ich mir jetzt auf und die esse dann so den ganzen Nachmittag dahin. Das wäre ganz schlecht. Bauchspeicheldrüse braucht einfach Ruhe, um nicht schon wieder Insulin auszuschütten. Insulin pusht uns aber, ist eher Fetteinlagerung, die braucht Ruhe. Übrigens auch die beste Ernährung, um, wenn man die Veranlagung hat in der Familie, Typ 2 Diabetes, also zuckerkrank zu sein, auch dem vorzubeugen. Schaut mal, wie ihr mit den Tipps zurechtkommt. Viel Erfolg, bis bald!